Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Michaela Schifrin siegt auch im Slalom von Maribor. Urheberrecht Getty Images. Michaela Schifrin feiert in Maribor ihren 56. Weltcupsieg. Doch eine Österreicherin wird zur tragischen Figur, weil sie bereits das erste Tor verpasst. Skiläuferin Michaela Schifrin, USA, hat im letzten Weltcuprennen vor der WM in Are, Schweden, 5. bis 17. Februar ihren 56. Sieg im Weltcup gefeiert. Einen Tag nach dem Riesenslalom, bei dem sie zeitgleich mit Petra Vlhová, Slowakei, Platz 1 belegt hatte, gewann sie bei Regen, Temperaturen um 13 Grad und demnach weicher Piste mit einem Vorsprung von 0,77 Sekunden vor Anna Svensson, Schweden. Dritte wurde Wendy Holtener, Schweiz, 1,15. Die Österreicherin Katharina Linsberger, nach dem ersten Lauf auf Rang 5, leistete sich im zweiten Lauf einen kapitalen Bock. Sie schob sich aus dem Starthaus und fuhr das erste Tor direkt falsch an. Doch die ÖSV-Läuferin bemerkte den Patzer nicht, fuhr ins Ziel und wäre Zweite gewesen. WM-Fahrerin Christina Geiger, Oberstdorf, kam nach zwei fehlerhaften Durchgängen auf Rang 10, 2,72 Sekunden. Die Allgäuerin war die einzige deutsche Läuferin im Finale. Die ebenfalls für die WM qualifizierte Lena Dürr-Germering hatte sich mit einem Rückstand von 6,06 Sekunden auf die Bestzeit von Schifrin nicht für den zweiten Lauf qualifizieren können. Schifrin liegt nach ihrem 13. Saisonsieg in der ewigen Bestenliste nun auch vor Vreni Schneider, Schweiz, 55. Punkt. Häufiger gewonnen haben nur Annemarie Musaprell, Österreich, 62, Marcel Hirscher, Österreich, 68, Lindsey Vonn, USA, 82 und Ingemar Stenmark, Schweden, 86.